Einmal im Jahr findet der Girls' Day statt. In ganz Deutschland laden Unternehmen und Organisationen Mädchen ein, um in vorwiegend männerdominierte Berufsfelder reinschnuppern zu können. Auch die Games Academy Berlin lud interessierte Mädchen ein, um ihre Ausbildungsstätte für die Games-Branche vorzustellen. Fachbereichsleiterin Sabrina Wani erklärt, welche Berufschancen es gibt. An der Games Academy gibt es folgende Ausbildungsbereiche. Es gibt den Game Designer, es gibt den Game Artist, der auch Animation im Ausbildungsbereich hat. Es gibt den Game Programmierer, der die Spiele programmiert, und es gibt den Game Producer. Es gibt jetzt den neuen Ausbildungsbereich Film, Art und Animation. Und der umfasst die Bereiche 2D-Animation, 3D-Animation, Visual Effects, Sound, Drehbuch. Und besonders möchten wir auch damit junge Frauen und Mädchen ansprechen, weil wir denken, dass im Filmbereich doch sehr viel Kreativität auch gefordert wird. Und das ist eigentlich das beste Mittel dafür. Die Games Academy wurde im Jahr 2000 als erste Spezialschule für den Bereich der Computer- und Videospielproduktion im deutschsprachigen Raum gegründet. Mit Erfolg. Zahlreiche Preise konnten hier junge Gamer mit ihren Projekten schon einheimsen. Mit 1,12 Milliarden Umsatz im Jahr ist Deutschland der zweitwichtigste Markt für Unterhaltungssoftware in Europa. Und es gibt zahlreiche attraktive Jobangebote weltweit. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Auch für Michelle und Laura, die den Bereich der digitalen Filmgestaltung einmal kennenlernen möchten. Also wir haben heute einen Ball animiert, sodass er hoch und runter gehüpft ist und unser eigenes Gesicht. Und das hat dann gewunken. Ja, und ich finde, das ist ein echt toller Beruf, weil er ist unheimlich abwechslungsreich und kreativ und es ist auch sehr spannend, das alles zu animieren. Und ich denke auch, das ist ein echt toller Beruf für Frauen und Mädchen, weil es hat sehr viel mit Kunst zu tun und mit Zeichnen und ja. Für alle, die nun Lust am kreativen Zeichnen und Spieleentwickeln bekommen haben, gibt es weitere Schnupperkurstermine. Natürlich für Mädchen und Jungs. In der neuen Ausbildung Film, Art und Animation startet man hier zum Wintersemester in eine gemeinsame digitale und actionreiche Zukunft.